Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Ja, liebe Leute, im letzten Part, da haben wir uns die Kaktor-Statuen oder Kaktor-Statuen mal näher unter die Lupe genommen. Haben jetzt, wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt 7 von 8 und werden jetzt hier, wir stehen neben der 8., die 8. aufdecken. Wichtig hierzu ist, dass wir Regenwetter brauchen und klar, Wassermarsch kommen wir nur mit der goldenen Kaktor-Statue, die ich im letzten Part genauer erklärt habe. Und dann brauchen wir hier, holen uns den Mokri mal her, den Mokri auf Deck Dingsy of Doom. Und das ist eine Kampfstatue, so wie ich da sehe. Beginnen wir doch einfach mal den Kampf. Da ist er. Oh my goodness. So, jetzt haben wir ihn gekriegt. Ja, Leute, gegen Kaktorius, den Kampf haben wir schon jetzt im letzten Part schon öfters gesehen. Gegen den müssen wir oft Heiltränke benutzen. Ich mache jetzt mal Augmentor Manipulator. Einen Heiltrank zwischendurch rein. Und dann werden wir hier mal so weiter erstmal machen. Das habe ich schon, ich glaube, noch gar nicht in diesem Let's Play überhaupt in Angriff genommen. Hier ganz klar Heiltränke spammen. Und dann natürlich schön drauf bashen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der jetzt schon hat. Ja, relativ. Könnten den jetzt schaffen, ohne uns weiterhin zu heilen. Das, ja, müssen wir jetzt gleich sehen. Also wie ihr seht, er hat gerade D-Protes drauf und wir haben Protes. Protes. Totes Brotes. So, und er ist natürlich down. Man kann ihn nur einmal haben. Wir haben ihn ja schon gekriegt. Den kriegt man übrigens zu 100% so Schauderkristall. So, dann dürften wir jetzt alle Kaktor-Statuen haben. Wir werden uns jetzt zu einer roten begeben und uns zurück teleportieren. Also ich bin der Meinung, wir haben jetzt alle. Da hinten habe ich ein Item gesehen, aber das werden wir jetzt nicht holen, weil es ja jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Zur Jägersiedlung teleportieren. So, da sind wir. Und dann müsste genau hier hinten die gute Dame nämlich einen Dialog für uns haben, die bei den Chocobos. Also wie gesagt, dürfte der letzte Gewinn sein. Yo, wir haben den Chocobo gekriegt. Take this Chocobo. You deserve it. Das finde ich gut, dass ich das deserve. So, und jetzt gibt es ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Wir werden jetzt erstmal zurück zur Chronosphäre kehren. Und zwar habe ich ja schon die letzten Parts öfters mal von diesem ultimativen Brecher oder einem sehr, sehr guten Brecher gesprochen. Das war der Zwergküsschen. Und ich werde jetzt diesen Zwergküsschen holen und euch mehr oder weniger mit den nächsten Parts oder Specials zeigen, wie man ihn perfekt bekommt. Wir gehen nach Serendipity. Wie man ihn perfekt skillt, meine ich. Mit welchen Items, welche Fähigkeiten ihr braucht. Ich werde dazu, denke ich, ein Special machen. Serendipity. So. Dann gehe ich rin in die gute Bude. Ja, da holen wir uns nur kurz ein Upgrade ab und dann werden wir uns auch wieder aufmachen und einen neuen Ort begutachten bald. Bald, hoffentlich sehr bald. Ach, jetzt kommt die Videosequenz. Die haben wir auch schon im letzten Part gesehen, meine ich, oder im vorletzten Part. Deswegen zeige ich die jetzt nicht nochmal. Alles klar. Sprechen wir doch mal mit der Katze. Also wie schon gerade eben erwähnt, ist das Ganze
ein Vergnügungspark oder ein Casino, besser gesagt. Mock verdrückt sich zum Zocken. Ja, alles klar. Also man kann hier verschiedene Sachen machen. Ich werde jetzt nicht genau drauf eingehen, was man alles machen kann. Es gibt ja einfach... Oh, da habe ich ein Item gesehen. Es gibt ja auch eine Dame, die einen Upgrades gibt. Ich meine, dass die in diesem Haus war. Genau. Da ist unser Mock übrigens. My dear travelers of time. Lady Mystic. Those fragments are remnants of a time past. The goddess's will is that they fall into the hands of those with the purest of hearts. So are they something we're supposed to have, or? You too are the rightful bearers. You will find more as you continue your journey in the outside world. Come back and present them to me, and I shall... Okay, also je mehr Fragmente wir haben, oder je spezielle Fragmente wir haben, desto bessere Upgrades. Wir kriegen Fragmentfertigkeiten. Ich erkläre das gleich hier. So, wir haben jetzt erstmal den Mock Salabim. Der Mokri-Wurf wurde aufgewertet. Händler haben wir bekommen. Sprechen Sie nochmal an. Sie sollte eigentlich sonst nichts für uns haben. Nee, hat sie auch gerade nicht. Wir gehen mal kurz hier. Fragmentfähigkeiten. Eine oder Fertigkeiten. Ein neuer Menüpunkt. Da haben wir dann Fähigkeiten, die wir an- und ausschalten können. Ich meine, dass es dann noch weiter nach unten geht, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben im Moment Mock Salabim. Hier kann man an- und ausschalten. Schalten wir natürlich an. Und Gegenstände können in Geschäften teurer verkauft werden. Machen wir auch an. Händler. Und je nachdem, wie hier, welche Fragmente ihr bekommt, könnt ihr hier Sachen freischalten, die ihr dann einsetzen könnt. Mock Salabim ist der Upgrade für den Mokri-Wurf. Den brauche ich, um diesen besagten Brecher und auch andere Monster zu bekommen. Die anderen Monster werde ich aber erst in einem anderen Part zeigen. Ich werde jetzt in erster Linie erstmal den ultimativen oder meiner Meinung nach ultimativen Brecher holen. Oder effizientem Brecher, nennen wir es einfach mal so. Zurück zur Chronosphäre. Und anschließend werden wir uns dann storytechnisch den nächsten Ort angucken. Denn da sind auch die Items, die wir brauchen, um abzugraden. Man sieht schon, wir haben 8 von 12 Fragmente aus der Achillessteppe schon eingesammelt. Die restlichen Fragmente sind allesamt Fragmente, die man durch Bosskämpfe bekommt. Durch das Aktivieren aller Kaktor-Statuen sollten wir auch das versiegelte Tor, was da irgendwo war, das hatte ich gar nicht gezeigt. Irgendwo ist ein versiegeltes Tor, welches wir dadurch auch eröffnet haben. Wir können nun in dieses Tor hineingehen. Wir brauchen dafür, glaube ich, ein Urartefakt, um das zu öffnen. Und es führt uns nach Pizwill. Das ist der Ort, an dem damals in Final Fantasy 13, in dem man, da war man mit Zaz ganz am Anfang, dieser Friedhof, dieses friedhofartige Örtchen. So, wir haben ja einen Chocobo gekriegt, den wir reiten können. Und der ist da unten. Und den werden wir uns jetzt nehmen. Obwohl, ich meine, dass das Wetter sonnig sein muss, trotz alledem. Deswegen werde ich klar, dass eine Gizerkraut... Oh, wie schlimm. Ich habe immer noch über 40.000 Gil. Oder Jill. Gil. Über 40.000 Gil, weil ja, ich viel gelevelt habe auch, wie man sehen kann im Menü, 16.000 Points. Ich habe das so in einer halben Stunde, glaube ich, sowas zusammen gehabt. Wenn nicht sogar noch schneller. Ja, also Geld ist immer wichtig. Ich hätte auch mehr Geld gehabt, wenn ich nicht Dings geholt hätte, wenn ich nicht noch mehr Items mir verschafft hätte. Ich glaube, ich habe, oder? Ach ja, genau. Ich habe bei Chocobo Colina Offscreen noch einmal irgendwelche Komponenten gekauft. Ich glaube, Rang 1 Komponenten, damit ich die Rang 1 Komponenten immer besitze. So, wir müssen Sonic machen. Und ich habe gerade, glaube ich, schon einen Fehler gemacht gehabt. Und wie ich merke, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt sonderlich viel noch in diesem Part machen können. Ist ja schon fast 10 Minuten des Parts rum, die Hälfte. Die Halbzeit ist quasi schon erreicht. Ich hoffe einfach nur, dass wir noch dazu kommen, noch ein bisschen den Brecher aufzuwerten. Den Zwergküsschen. So. Dann gehen wir direkt runter. Ich weiß nicht, ist das unser Chocobo? Ja, ne? Alles klar. Okay, Bruder. Es wird Zeit zu fliegen.
Hübscher Vogel, sagt sie. Tja, das ist auch ein hübscher Vogel. Ach, da müssen wir zuerst noch einen Kampf bestreiten. Muss ja sein. Bevor wir uns der Wiese nähern können, die ich schon in einem vorherigen Part ziemlich begutäugelt habe. Ich hätte mich da ein bisschen besser erkunden können. Und wie ihr merkt, ich bin wirklich arg overpowered vom Level her. Das Kristarium müsste mittlerweile auch geupgradet sein. Oder, was heißt geupgradet? Mein Kristarium-Guide müsste aktualisiert sein. So. Geh weg, du Vogel. Oh, Mogri, I hate you. Was du wieder machst. Ja, komm her. Und es vermag manchmal nicht im ersten Wurf gleich zu klappen. So, nur durch den Upgrade wird er hier gleich was rausholen. Zwergküsschen, wir haben es gleich bekommen. Man kann auch mehrere Items da drin bekommen, aber keine sonderlich guten Items. Einfach so, ja, just for fun, ein paar billige Items. Mini-Pudding haben wir jetzt zum Beispiel bekommen. Ich kann jetzt hier noch weiterwerfen, aber sonderlich gute Sachen werden wir nicht bekommen. Ein Jill, ein Gill. So, dann möchte ich euch gleich mal unsere Errungenschaft zeigen. Ach komm, was drücke ich denn hier jetzt? Und zwar, der Zwergküsschen müsste ja ganz unten sein. Da ist er ja, Zwergküsschen, der mächtigste Brecher. Sieht noch gar nicht so mächtig aus. Wichtig ist, dass man ihn nur mit Stärke Items pusht. Dann habe ich im Moment 5 Stück, die ich jetzt voll und ganz benutzen werde. So, alle 5 sind benutzt. Und er ist jetzt nicht sonderlich stark, 184 im Moment. Es ist wirklich wichtig, dass man das nur mit Stärke-Items macht und nicht mit anderen Items. Man hat ja insgesamt immer 4 verschiedene Sorten von Items, nur mit Stärke-Items, also alles mit Speck im Namen. Ach, und das brauche ich jetzt gar nicht machen. Wir gehen nämlich wieder zurück zur Chronosphäre. Wir halten uns in diesem Part oft in der Chronosphäre auf. So, und dann werden wir jetzt... Übrigens, Kolosseum, da kann man die Downloadable Contents-Kämpfe ausführen. So, jetzt werden wir aber erstmal Academia JS 400. Da werden wir jetzt hineingehen. The de facto government, their crowning achievement is Academia, a magnificent city which surpasses any that existed on Cocoon under the Falsea hegemony. The man that laid the foundations for the project was Hope Estheim, the leader of the Academy in its formative years. Science has progressed to the stage where mankind is able to build its own artificial Falsea. Powered by this proto-Falsea, Human society flourishes like never before. Okay, dann haben wir uns den netten kleinen Text angehört und gehen gleich in die Zeit. Diese Speckstücke, die ich hatte, kann man überall grinden. Die gibt es in allen möglichen Orten. Aber in erster Linie kann man die auch hier in Academia JS 400 kaufen bei Chocobocolina oder Chocolina. Und ja, das werden wir tun. Ach genau. Ein guter Bekannter von mir, der TomTom LP, hat gemeint, man konnte in Final Fantasy 13 irgendwie die Analogsticks wirbeln und dann haben die irgendwie Movements gemacht, aber ich glaube hier nicht. Ich probiere es trotzdem nachher. Such an ability may, if one was not careful, change a person's fate for the worse. Kapitel 4. Hightech-Stadt, würde ich sagen. Was never meant for mortal man. There are none who possess the wisdom to wield it. Sarah, you must seek out your own answers as you waver at the edge of despair. Wow. How do you build something like this? A little bit at a time, I guess. Probably took a lot of people working together over decades, maybe even centuries, to make this city what it is now. They had a vision for the future, and it grew from there, huh? Uh-huh. You know what, Sarah? I used to think the only way to make a better future was to change something right away, in the here and now. But creating something for people to build on? That's not a bad idea. Right? Even if it can't be completed in one lifetime, it's still worth starting.
If you believe that someone in the next generation will take up the same ideal, then the dream lives on. That sounds like Hope's way. I wish she could have seen it. Eeyore, you mean? Hmm. She's very special to you, isn't she? She was. But I couldn't protect her. Okay. Okay. Der Fall Sea, der künstliche, verwandelt die Menschen in Seath. Vielleicht ist doch nicht mehr so viel mit Upgraden. Wir müssen erst storytechnische Sachen machen hier in Akademia. Tja, da habe ich nicht rechtzeitig draufhauen können. Aber die sollten ja jetzt nicht so der Burner sein von der Stärke her. Sie haben eine Trophäe verdient. Entschlossenheit. Interessant. Ja, die Gegner waren ja jetzt richtig schnell kaputtig. Aber die geben uns auch so gut wie gar nichts. So, diesmal habe ich ihn erwischt. Ja, jetzt müssen wir uns halt irgendwie durch die Stadt ein bisschen boxen. Also ich bezweifle, dass wir in dem Part hier noch zu großen Sachen kommen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal die Viecher platt machen und einfach gucken, was jetzt noch passiert. Wirklich was bekommen tun wir nicht. Untersuchen. Drück drauf auf die offenen Knopf. Drück auf die Knöpfe drauf und dann hier hoch. Aber Highspeed, ach Gottchen. Die Kämpfe zählen trotzdem, wenn man kilometerweit entfernt ist. Alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh Gott, ich hasse die Viecher. Und weg damit. Vielleicht können wir noch irgendwas erreichen. Ich würde gerne. 3 Minuten haben wir noch ungefähr. Da ist zumindest schon mal ein Item. 3 Münzcoupons. Also für mich scheint es so, als müssten wir wieder nach unten. Drückt Ruf auf den Knopf. Du Hohlkopf. Drück auf den Knopf, du Kopf. Da sind wieder Kämpfe. Oh Gottchen. Also der Mogrometer oder wie er heißt, der geht ja richtig Highspeed hier unten. Aber auch nicht nur der Mogrometer geht Highspeed, sondern auch die Kämpfe an sich. Meiner Meinung nach zumindest. Ach Gottchen, da hinten sind ja noch mehr Monster. Und direkt, attackieren. Also wir werden lange brauchen, bis wir überhaupt hier von der Stelle kommen. Ich sag's euch direkt. Aber zum Glück sind wir gut ausgerüstet. Gutes Team. Gute Items. Gute Vorbereitungen. Oh Gott. Den konnte ich nicht erwischen. Oh mein Gott. Da hier etwas längere Ladezeiten vorhanden waren, werde ich jetzt mal ausnahmsweise eine 25-Minuten-Folge nach einer 30-Minuten-Folge kommen lassen. Was eigentlich nicht so produktiv ist oder nicht so toll ist, nicht so eine gute Idee ist. Aber ich dachte mir, so Fairness muss auch sein. Hier waren jetzt viele Ladezeiten in dem Part drinne. Und dann muss man auch was zeigen, ja. Muss auch mal bereit sein, hier dann was zu tun, ne? Außerdem will ich unbedingt... Am liebsten würde ich jetzt eine 50-Minuten-Folge machen, aber ich glaube, das würde sich nur... Würden sich nur wenige anschauen oder würden nur wirklich wenige wollen. Die Menschen werden zu Viechern. Und wir schaffen es gerade noch rechtzeitig hoch. Was ist denn hier hinten? Oh Gott, sie verwandelt sich. Ich weiß es! Und da ist wieder ein Monster. Aber die sind ja so schnell down. Da lohnt es sich ja fast gar nicht mehr, überhaupt irgendwas zu drücken.
Alles klar, dann lasst uns gleich mal weitergehen. Hier lang. Ladebildschirm. Okay, ist hier irgendwas Besonderes? Ah, da ist Choco Boccolina. Haben wir es doch noch geschafft. Erstmal schnappen wir uns das Item. Kontra-Artefakt Abschied. So, und dann gucken wir gleich mal, ob sie uns das verkaufen kann, was ich gerne hätte. Speckstück! Oh ja, gib mir fette Speckstück. Und ich nehme erstmal 50. Das werden wahrscheinlich ein paar zu viel sein, aber man kann nie genügend haben. Man kann nie genug haben. So, dann gehen wir direkt auf unseren netten kleinen, wo ist er denn? Da, Zwergküsschen. Und füttern ihn mit Speckstücken. Ja, dann ist er jetzt aufgelevelt auf 15. Und wir geben ihm einfach mal einen weiteren ATB-Balken. So, und dann müssen wir ihn mit Speckbrocken füttern. Davon haben wir jetzt nicht sonderlich viele. Sprich, wir können ihn noch nicht wirklich nutzen. Er ist noch nicht stark genug, um mit unserem aktuellen Brecher mithalten zu können. Wir brauchen erst noch mehr Speckbrocken, um dass er stärker wird als Munchkin. Aber er ist schon mal auf dem richtigen Weg. Ihr merkt selber, der kann Munchkin auf jeden Fall überholen. Vor allem, weil es ein spätreifes Monster ist und somit einfach viel mehr Entfaltungsfähigkeit hat. Und ist mit meinem Ehrenwort eines der besten Brecher, den ihr euch vorstellen könnt. Oh mein Gott, das sind die Viecher. Was willst du? Hat die eine Quest für mich? Aha. Alles klar. Das ist dieser längere Sidequest, wo man die Karte aufdecken soll. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir, dass wir hier die Sachen hier alle mal auf Vordermann bringen, dass wir hier die ganzen Typen platt machen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.